Letztes Jahr haben wir in einer Kneipe in Camden Town, London gespielt. Die heißt Dublin Castle. Da haben wir vor 25 Jahren angefangen. Und dort war es so klein, dass nicht mal die ganze Band reinpasste. Der Saxophonist war in der Toilette und das Publikum stand auf der Straße. So war das wirklich. Ich liebe einfach dieses Bild von erwachsenen Männern mit Glatze, die sich umarmen und sagen, dass sie sich lieb haben. Und dann singen, es muss Liebe sein. Der Raum ist von Liebe erfüllt, wenn dieses Lied gesungen wird. Ich mag Embarrassment. Das ist ein echter Madness-Song. Und man kann dazu tanzen. Der Song hat alles. Wir haben versucht, wie eine Motown-Band zu klingen. Das ist fehlgeschlagen. Aber die Tatsache an sich ist schon charmant. Mit Songs wie One Step Beyond, My Girl, Nightboat to Cairo oder House of Fun landen sie vor allem in England über mehrere Jahre hinweg Chartbreaker. Am meisten fuhr die Öffentlichkeit allerdings auf Our House ab, ein Welthit. In the middle of our street, our house. In the middle of our street. Als wir anfingen, haben wir unsere Instrumente kaum beherrscht. Da haben wir nur gesagt, lass uns das Lied mal covern. Inzwischen können wir es besser und dachten, wir machen jetzt mal einen anständigen Job. Ende 1983 verlässt der Haupttexter Mike Barson die Band. Damit läutet er den Abstieg ein. Wo ist ihr mitreißender Nutty-Sound von früher, der Madness zu dem gemacht hat, was sie mal waren? Ich glaube, wir wollten etwas schaffen, was die letzten 25 Jahre widerspiegelt. Wir sind zu unseren Wurzeln zurückgekehrt und feiern das, was wir am Anfang gespielt haben. Drei Jahre hat's gedauert. Merkwürdigerweise haben wir auch andere Musikrichtungen ausprobiert. Nicht nur Bluebeat, Ska und Reggae. Wir haben alles versucht. Das Komische war, die Auswahlkriterien hießen Spaß und ob man dazu tanzen kann. Und das war eine ganz natürliche Auslese. Was tanzbar war, blieb, was nicht tanzbar war, flog raus. Unter dem Pseudonym The Danger Man gibt die Band in den letzten Jahren Clubkonzerte in England. Im August 2005 erscheint The Danger Man Sessions Volume 1, ein Album mit Coverversionen von Ska- und Reggae-Klassikern. Darunter Shame and Scandal von Lord Tanamo. Ich habe herausgefunden, dass es in den 40ern geschrieben wurde. Es ist ein traditionelles Calypso-Lied aus Trinidad. Es geht um einen Jungen, der mit einem Mädchen ausgehen will und seinen Vater dazu befragt. Sein Vater sagt nein, das Mädchen ist deine Schwester, aber deine Mutter weiß das nicht. Am Ende geht der Junge zu seiner Mutter und erzählt ihr davon. Die sagt, keine Sorge, dein Vater ist nicht dein Vater und weiß auch nichts davon. Viel Glück beim Übersetzen. But don't worry, your father isn't your father and your father doesn't know. Now if you can translate that. Good luck. Im Juli gaben Madness ihr erstes Konzert außerhalb Englands seit über 10 Jahren. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Es gibt aber einen Haken. Wir spielen heute Abend in Amsterdam. Und das ist seit 20 Jahren das erste Mal, dass wir auf dem europäischen Festland spielen. Wir wissen nicht genau, was uns in Amsterdam, Berlin oder Paris erwartet. Wir spielen halt Songs vom neuen Album, nicht unsere alten Hits. Vielleicht schmeißen sie Tomaten oder anderes Gemüse nach uns. Was auch immer hier gerade angebaut wird. Cabbage Dorf oder whatever the local vegetable is they throw at bands they don't like in Amsterdam.
Sie waren Wegbereiter eines eigenen Musikstils. Sie hatten Klasse, setzten sich von dem Pop-Einheitsbrei ab. Nun gleicht ihr Sound eher Mucke für die Kirmes. Ein Comeback sollte vielleicht nicht wagen, wer dadurch den eigenen Mythos sabotiert. Wir sind sehr langsam. Es hat 6 Jahre gebraucht, diese Platte zu machen. Selbst wenn wir Pläne hätten, glaube ich nicht, dass wir sie in diesem Millennium realisieren würden. Wenn alles glatt läuft, vielleicht im nächsten Jahr. Keine Ahnung, was dann mit der Band ist. Thank you very much.